Einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich euch allen. Ich bin zurück von meiner kleinen Auszeit, bin auch wieder gesund und bereiter denn je für euch die besten täglichen Krypto-Updates zu liefern. Leute, es ist so wichtig, vor allem für diejenigen, die viel arbeiten, gönnt euch hin und mal wieder einfach eine Auszeit. Auch ich bin jemand, der gerne einfach arbeitet, arbeitet und arbeitet und sich nie eine Pause gönnt, aber diese 3 Tage haben mir auf jeden Fall echt gut getan. Ich habe das direkt mit einem kleinen Mini-Urlaub verbunden, wo ich hier auf Bali etwas in den Norden gefahren bin, um einfach noch mehr abzuschalten, aber auch zu Hause bleiben und einfach mal 2 Tage nichts machen, das kann ich wirklich nur jedem sehr empfehlen. Leute, es ist in den letzten paar Tagen kryptotechnisch aber natürlich auch wieder viel passiert und das werden wir uns heute alles im Video anschauen. Wir haben interessante News zu Sam Bankman-Fried, ein Update bezüglich der Mt. Gox-Entschädigungen und dann aber vor allem plötzlich auch eine Menge verrückte Kettenreaktionseffekte vom ganzen FTX-Crash, die, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, alles andere als positiv sind. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Sami und im heutigen Video gibt es im Prinzip einfach ein Recap der letzten Woche. Bevor wir aber starten mit dem allerersten Link in der Beschreibung, meldet euch wie immer gerne auch noch bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo an. Bitvavo hat über 180 verschiedene Coins zur Auswahl, ein super einfaches und intuitives Design, niedrige Handelsgebühren, eine Kontogarantie, die euch bis zu 100.000 Euro absichert und das Beste, mit meinem Link sichert ihr euch hier auch noch einen netten 10 Euro Willkommensbonus. Ist auf jeden Fall eine echt solide Krypto-Investment-Plattform, die man sich zumindest mal angeschaut haben sollte und dann wünsche ich euch aber viel Spaß beim heutigen Video. Also Bitcoin weiterhin sehr unvolatil, aber die letzten paar Tage dann doch wieder so weit angestiegen, dass wir jetzt zumindest erneut die 17.000 US-Dollar Marke antesten können. Ob wir diese durchbrechen, weiß ich nicht, vor allem bei dem aktuell sehr niedrigen Volumen, aber das ist mal so der aktuelle Stand. Der Grund für die vor allem gestern nochmal besonders positive Tageskerze waren einmal die neuen US Non-Farm Payrolls, also die Arbeitsmarktdaten, die mit einem Jobanstieg von 223.000 die Erwartungen übertroffen haben und dann auch noch die Arbeitslosenquote, die um weitere 0,2 Prozentpunkte auf nun 3,5% gesunken ist, was ebenfalls besser war als die Schätzungen. Wenn es aber gleich mit den ersten richtigen News losgeht, wird man ziemlich schnell merken, dass im Kryptomarkt selbst die Kacke hingegen ordentlich am Dampfen ist und es eigentlich verwunderlich ist, dass Krypto oder Bitcoin da dann trotzdem noch so gut im Plus ist. Aber zunächst mal eine News, die schon ein paar Tage alt ist, aber ich einfach irgendwie nicht überspringen konnte. Sam Bankman-Fried taucht aus den Schatten des Kellers seiner Eltern auf und macht sich auf den Weg zum Bundesgericht von Manhattan. Erstmal, der 2023er Sam sieht irgendwie noch mitgenommener und durch den Wind aus als der 2022er Sam, aber die zumindest vor ein paar Tagen Breaking News, genau wie wir es schon erwartet hatten, Sam Bankman-Fried plädiert auf nicht schuldig in allen 8 Anklagepunkten gegen ihn. Ja, nach all dem, was wir uns mittlerweile angeschaut haben, setzt sich Sam einfach knallhart vor den Richter, schaut ihm in die Augen und sagt Schuld? Nee, von Schuld bin ich mir auf jeden Fall keiner bewusst. Naja, beim Thema Schuld geht es aber auch direkt weiter mit den ersten richtigen negativen News für den Kryptomarkt und zwar hat der Richter Martin Glenn nun die Kundengelder im Sparprogramm von Celsius, also so ziemlich alle Gelder, die Kunden bei Celsius hatten, als Eigentum von Celsius eingestuft. Damit geht einerseits die Schuld auf die Celsius-Anleger selbst und andererseits ist Celsius damit offiziell nicht verpflichtet, die Gelder im Insolvenzverfahren zurückzuzahlen, da sie ja im Prinzip einfach ihr eigenes Geld verloren haben. Etwas, das aber nicht irgendwie eine dumme Entscheidung von dem Richter war, sondern eigentlich hatte der Richter keine andere Wahl, weil in den AGBs von Celsius folgendes versteckt war. Zitat, das Gut haben an digitalen Assets, die sie an Celsius verleihen, sowie alle daraus erzielten Gewinne, sind in jeder Hinsicht und für alle Zwecke Eigentum von Celsius. Und naja, bei 4,2 Milliarden US-Dollar an eigentlich Kundeneinlagen ist das schon eine große Sache. Muss nicht direkt heißen, dass die Kunden nie wieder ihr Geld sehen, aber das ist auf jeden Fall schon mal die erste eher unerfreuliche News. Des Weiteren Huobi. Bald haben wir all die großen Exchanges durch, aber Huobi ist die nächste Börse, bei der nun Gerüchte aufgekommen sind, Insolvenzängste und man kann sagen, wie eine Art Mini-Bank. Angefangen hat das durch die Schlagzeile von Reuters, dass Huobi 20% ihrer Belegschaft entlassen wird. Etwas, das an sich in einem Bärenmarkt nichts Ungewöhnliches ist, aber hinzu kam dann auch noch ein geleaktes Dokument, welches zeigt, dass Justin Sun sämtliche interne Kommunikationskanäle der Belegschaft stumm geschaltet hat, jegliche Bonuszahlungen für die Mitarbeiter ausgesetzt hat und angekündigt hat, dass alle Gehälter nur noch in Form von USDT bezahlt werden. Wie echt dieses Dokument ist, weiß man noch nicht genau, aber es hat auf jeden Fall gereicht, dass extrem viele angefangen haben, ihre Assets von Huobi abzuziehen. Um genau zu sein, waren es über 60 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden. Was das Ganze dann aber noch schlimmer gemacht hat, ist, dass Justin Sun 100 Millionen US-Dollar an Stablecoins auf die Börse überwiesen hatte, wo viele dann halt einfach gedacht haben, dass er das gemacht hat, weil Huobi irgendwie nicht mehr zahlungsfähig wäre oder nicht mehr genug Geld übrig hatte, um all die Withdrawals auszuzahlen. Und ja, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Dann entsteht Panik, es entsteht Unsicherheit und so schnell dann auch schon das nächste Drama, in dem Fall Huobi.
Später bestätigte Sun zwar gegenüber Bloomberg, dass diese 100 Millionen Dollar an Stablecoins von seinem eigenen Geld übrigens nicht dazu da waren, um irgendwelche Withdrawals zu decken, sondern einfach nur, um zu zeigen, dass er noch Vertrauen in Huobi hat, aber diese News hat natürlich nicht so die Massen erreicht wie die anderen News. Das mit Huobi ist aber noch nicht mal das Schlimmste momentan, denn die Silvergate Bank, die in den letzten Wochen 8,1 Milliarden US-Dollar an Kundenabhebungen decken musste, hat nun 40% ihrer gesamten Belegschaft entlassen, was so ca. 200 Mitarbeiter waren. Und das hat den Aktienkurs von Silvergate an nur einem einzigen Tag um über 40% einstürzen lassen. Für die Leute, die nicht wissen, wieso Silvergate für den Kryptomarkt überhaupt so unglaublich wichtig ist, verlinke ich euch oben in der Infokarte noch ein Video von mir, wo ich das im Detail erklärt hatte. Aber bei Silvergate hört es heute leider ebenfalls noch nicht auf, denn auch Genesis musste jetzt nochmal 30% ihrer Mitarbeiter entlassen und die DCG Group musste relativ zeitgleich ihre Wealth Management Sparte schließen. 2023 beginnt also mit großen Entlassungen, Millionen an Withdrawals und im Prinzip einfach eine Art Implosion des Kryptomarktes, bei dem die Effekte des FTX-Crashes andere Kryptoentitäten angesteckt haben, diese wiederum andere Kryptoentitäten angesteckt haben und so weiter, und letztendlich haben wir einfach diesen Kettenreaktionseffekt, bei dem alles irgendwie schief läuft. Wie Checkmate auf Twitter aber schreibt, Zitat, alles in den letzten 24 Stunden, DCG explodiert weiter in Zeitlupe, das DOJ verfolgt jeden Kreditgeber des Zyklus, Silvergate ist an einem Tag um über 50% gesunken, Huobi hat Probleme und der Bitcoin-Preis ist im Grunde einfach ein Stablecoin. Wie wir uns das am Anfang angeschaut hatten, ist Bitcoin ja, wenn man es genau nimmt, sogar aktuell am Steigen, während all das im Kryptomarkt passiert, was wir eben besprochen haben. Für mich ein ganz klares Zeichen bzw. eine Bestätigung der Theorie, dass ein Großteil des Verkaufsdrucks im Kryptomarkt bereits durch ist und einfach nicht mehr viel Verkaufsdruck übrig ist. Alle, die irgendwie ihre Bitcoins oder alle, die die Hoffnung für Bitcoin verloren haben und ihre Coins verkaufen wollten, haben das bereits getan. Alle, die ihre Assets von den Exchanges runternehmen wollten und auf einen Ledger zum Beispiel, haben das auch schon getan, und all die großen Kryptounternehmen, die ihre Bitcoins oder ihre Kryptoassets verkaufen mussten, um irgendwelche Darlehen zu decken, haben das größtenteils auch schon getan. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Für Bitcoin ist das aber auf jeden Fall ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass allein sogar für einen weiteren Rückgang auf, sagen wir mal, 14 oder nur 15.000 Dollar es schon ein echt extrem großes und einflussreiches Event braucht, weil der Rest ja anscheinend nicht funktioniert. Freunde, nach all diesen negativen Schlagzeilen gibt es heute dann aber doch auch noch positive News, und zwar, dass die Deadline für alle Mt. Gox-Gläubiger, also Kunden, die damals vom Mt. Gox-Hack betroffen waren, um ihr Geld anzufordern, auf März verschoben wurde. Für die Mt. Gox-Gläubiger selbst natürlich keine so gute News, aber für alle anderen bedeutet das, dass der Unlock der Mt. Gox-BTC, wo viele ja gefürchtet haben, dass das ein massives Dumping-Event sein wird, auch nicht vor März 2023 passieren kann. So, und dann stellt sich auch noch heraus, dass Polygon den zwei Solana-NFT-Projekten Yutes und D-Gods, die ja von Solana auf Polygon gewechselt sind, 3 Millionen Dollar bezahlt hat, um auf ihre Chain zu migrieren. Ganz unvoreingenommen waren die beiden NFT-Projekte also nicht. Leute, für heute war es das. Ich hoffe wie immer, dass euch das kurze News-Update gefallen hat. Morgen am Sonntag wie immer kein Video. Das wird für mich mal mein Steuern 2022-Tag sein. Und dann, falls ich das überlebe, sehen wir uns natürlich am Montag wieder.